und herzlich willkommen zum DigiCamp Online. Im letzten Video haben wir Variablen erstellt und beschrieben und ich habe gesagt, dass man diese Variablen verwendet, um damit Berechnungen anzustellen, und das wollen wir in diesem Video machen. Wir zeigen euch jetzt, wie man mit Variablen kleine Aufgaben ausrechnet. Wir bauen also einen kleinen Taschenrechner. So, das heißt, wir fangen erstmal an, Variablen zu erstellen, die wir dafür benötigen. Ein Taschenrechner rechnet in der Regel zwei Zahlen irgendwie zusammen. Das heißt, wir haben Zahl 1, Zahl 2, die wir brauchen, und am Ende schreiben wir das in ein Ergebnis. Wir haben uns jetzt erstmal für Integer entschieden, sprich ganze Zahlen. Das heißt, wir addieren am besten oder subtrahieren. Um jetzt weiterzumachen, wäre es natürlich gut, wenn wir irgendwelche Zahlen eingeben können an der Konsole. Das heißt, wir brauchen wieder das Readline. Und das Readline soll natürlich direkt in die Variable geschrieben werden, wie wir es im letzten Mal auch schon mal gemacht haben. Genau, wieder das Convert to Int, ne, weil wir ja Zahlen definitiv verwenden wollen. Darauf können wir uns einigen im Vorfeld. So, jetzt haben wir zwei Zahlen eingelesen und wir möchten jetzt einmal sagen, Ergebnis ist die Summe der beiden Zahlen. Tatsächlich gar nicht so schwer. Wir nehmen das Plus, wie man es auch auf dem Taschenrechner benutzt. Das Zeichen Plus funktioniert hier ganz normal zum Addieren. Und jetzt geben wir die Zahl wieder aus. Genau, Ergebnis haben wir hier nicht als String geschrieben, obwohl es eine Zeichenkette ist, weil als String würde dort Ergebnis auf der Konsole stehen. Wir wollen aber das haben, was in Ergebnis geschrieben ist, nämlich Zahl 1 plus Zahl 2. Jetzt machen wir noch ein Write-Line am Ende, Readline, Entschuldigung, damit wir auch sehen, was auf der Konsole steht. So, dann starten wir mal. Und 7 ist 12. Der Schönheit halber hätte man natürlich jetzt vorher noch eine Angabe machen können, wie bitte gib mir Zahl 1, bitte gib mir Zahl 2. In dem Fall wussten wir ja, was wir haben wollen. Haben wir uns an der Stelle gespart. So. Jetzt wollt ihr nicht nur Zahlen addieren in eurem Leben, sondern vielleicht wollt ihr auch mal subtrahieren. Gut, dann könntet ihr eine negative Zahl eingeben anstatt einer positiven, aber spätestens wenn ihr jetzt multiplizieren wollt oder dividieren, wird das Ganze etwas aufwendiger. Und um dafür nicht jedes Mal ein extra Programm zu schreiben, werden wir jetzt mit Abfragen arbeiten. Was der Heiko jetzt gerade macht, ist, dass er aus den Integer ein Double macht. Wenn ihr Integer durcheinander teilt, könnt ihr nicht sicherstellen, dass ihr danach wieder ein Integer habt. Zum Beispiel 2 geteilt durch 5 ist definitiv eine Kommazahl. Deswegen stellen wir jetzt sicher, dass das Ergebnis, wenn ihr hier zum Beispiel Zahl 1 durch Zahl 2 rechnet, dass das Ergebnis auch in, dass ihr die Zahl in Ergebnis schreiben dürft. So. 12 durch 5, 2,4. Gerundet, haut das überschlagen hin. So, jetzt haben wir gerade manuell den Code angepasst, um nicht zu addieren, sondern zu dividieren. Das möchte man eher vermeiden. Deshalb bauen wir das Programm so um, dass es selbst entscheidet, je nachdem, was wir haben wollen, welche Rechnung es durchführt. Dazu geben wir erstmal die Frage an den Nutzer raus, welche Rechenoperation er durchführen möchte. Sprich mal, geteilt, plus, minus. Dann soll der Nutzer eingeben, ein Plus, ein Malzeichen oder Minus oder geteilt. Und dieses Zeichen speichern wir im Rechenzeichen. So hat Heiko es jetzt genannt. So, jetzt könnten wir theoretisch wissen, was durchgeführt werden soll. Aber noch kann das Programm ja gar nicht basierend auf der Eingabe entscheiden, was es tut. Dafür gibt es die sogenannte If-Bedingung. If ist ein englisches Wort, das heißt falls. Falls dieses, dann das, so ungefähr. So funktioniert das. Und in den Klammern
schreibt man jetzt rein, welche Bedingung überprüft werden soll. Heiko hat jetzt geschrieben Rechenzeichen, 2 ist gleich und dann in Anführungszeichen plus. Das bedeutet übersetzt, falls das Rechenzeichen den Wert plus hat. Jetzt sind da 2 ist gleichs. 2 ist gleich sind wichtig bei dieser logischen Abfrage. Ihr wollt ja nicht sagen, Rechenzeichen ist gleich das Plus, sondern ihr wollt überprüfen, ob es das Plus ist. Das einfache ist gleich, das haben wir ja auch schon bei den Variablen benutzt, ist das Überschreiben eines Wertes in eine Variable. Und zweifache ist gleich ist die Überprüfung, ob der Wert in der Variable einem anderen gegebenen Wert entspricht. Genau. Dann tauchen die geschweiften Klammern auf. Da steht die Bedingung drin. Das Ergebnis drin, was durchgeführt werden soll, wenn die Bedingung wahr ist. Das Ganze können wir jetzt für die anderen Rechenoperationen auch durchführen. So, else if. Wenn ihr hingeschaut habt, stand am Anfang kurz ein true drin. In den Klammern ist ein Ausdruck drin, der ein Bool zurückgibt, also immer wahr oder falsch. So funktioniert das Ganze nämlich. Diese Bedingung wird überprüft, da steht dann true oder false und falls da true steht, wird eben das ausgeführt, was in den geschweiften Klammern steht. Genau. Schauen nochmal drüber. Ähnlich wie das für das Plus oder für das Geteilt eben war, könnt ihr die Rechenzeichen einfach verwenden, um die Zahlen miteinander zu addieren, multiplizieren, was auch immer. So, da sehe ich noch rote. Ah ne, alles gut. Okay, ja, dann probieren wir das erstmal aus. So, jetzt geben wir erstmal die beiden Zahlen ein, die wir verwenden wollen. 5 und 7. Und jetzt die Frage, welches Rechenzeichen? Plus. Aha, und er gibt eine 12. Das scheint zu funktionieren. Gucken wir nochmal was anderes. Und, ja, das Zeichen mal. Ja, das sieht gut aus. 20 mal 5 ist 100, 3 mal 5 ist 15. Okay, jetzt habt ihr, wenn ihr das nachbaut, habt ihr einen Taschenrechner. Als kleinen Nachtrag wollen wir euch noch auf eine Fehlerquelle hinweisen. Und zwar, wenn ihr euch den Code jetzt anschaut, seht ihr, dass in Zeile 42 das Ergebnis rot unterstrichen ist. Das liegt daran, dass wir einen Wert ausgeben, der allgemein in Zeile 14 noch gar keinen richtigen Inhalt hat. Deshalb umgehen wir das am besten, indem wir ist gleich 0 schreiben. So, das führt uns auch zu dem nächsten, nicht Fehler, aber zu der nächsten Unschönheit in diesem Programm. Und zwar, wenn wir jetzt ein Rechenzeichen eingeben, das weder plus, minus, mal noch geteilt ist, was macht der dann eigentlich? Und das probieren wir jetzt einmal aus. So, da steht jetzt 0. Und das ist die 0, die wir am Anfang jetzt nochmal gesetzt haben, um das Ergebnis in Zeile 42 in dem Console-WriteLine verwenden zu können. Das ist nicht schön. Und das beheben wir jetzt einmal, dass so etwas nicht passieren kann. Wir haben ja die Fälle definiert für die 4 Operationen. Und im Prinzip können wir jetzt sagen, alles andere möchten wir an der Stelle gar nicht haben. Dazu nehmen wir einfach das else. Das bedeutet, dass alle weiteren Fälle jetzt definiert werden. Und dann schreiben wir dem Nutzer zum Beispiel, deine Eingabe war fehlerhaft.
das jetzt machen. Quatsch. Genau. Steht da deine Eingabe war fehlerhaft. Da steht jetzt immer noch die 0. Aber jetzt weiß ich immerhin, okay, das war falsch. Wenn ihr den Taschenrechner mehr als einmal verwenden wollt, ohne die Anwendung jedes Mal neu starten zu müssen, dann schaut euch das nächste Video an. Tschüss, bis zum nächsten Mal.